Was ich noch einmal kurz dazu beantworten möchte, ja, wie ist es eigentlich, groß zu sein? Das fragen mich viele Leute oder viele sagen, ja, es ist schön, groß zu sein oder keine Ahnung. Ich glaube, das Wichtige ist auch, sich vielleicht seiner Wirkung bewusst zu sein, weil meistens ist das so, wenn große Menschen oder so in einen Raum kommen, dann ja, ziehen sie alle Blicke auf sich, weil meistens, ne, man ist größer, überdurchschnittlich größer und man fällt halt einfach mehr auf. Dadurch wird man vielleicht auch älter geschätzt, wenn man jünger ist, als man ist, oder ja, man bekommt verantwortungsvolle Aufgaben, vielleicht ist es eine Gruppe zu leiten, weil du halt einfach ja größer bist und dadurch ja, mehr auffällt oder Leute dich erblicken können, was auf jeden Fall nichts Schlechtes ist. Es ist auf jeden Fall ja eine Wirkung, die du hast. Du wirkst auf andere groß. Okay, dann hast du vielleicht auch die Möglichkeit, ja, Menschen zu leiten. Du wirkst einfach groß und du wirkst so, dass du auffällst und man dir Aufgaben geben kann, wo du Verantwortung übernehmen musst. Und vielleicht ist es einfach nicht so dir nicht so bewusst oder das war mir nicht so bewusst. Ich habe mich immer gefragt, ja, warum ich Klassensprecherin oder irgendwas leiten oder irgendwelche Gespräche mit Lehrern oder so, weil ich irgendwie älter geschätzt wurde und man sich dann anders mit mir unterhalten hat. Keine Ahnung. So war das bei mir auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du dir das bewusst bist und dass es auch eine gute Eigenschaft ist. Und dass das vielleicht auch später, weiß ich nicht, in deinem Beruf oder was auch immer du machen willst, total von Vorteil ist, wenn du einfach, ja, vielleicht dich selber schon darin übst, Verantwortung zu übernehmen oder einfach verantwortungsvoll, vielleicht auch mit deiner Größe umzugehen und ja, einfach deine Größe repräsentierst. Mach dich so groß, wie du bist. Du bist großartig, du bist gut, so wie du bist. Und das Wichtigste ist, mach kein Problem draus. Es gibt für alles eine Größe, eine Lösung. Es gibt für alle eine Lösung. Mach kein Problem draus. Sag nicht, oh, ich bin groß, ich kann das nicht, ich kann keine hohen Schuhe tragen. Es gibt dies, es gibt das nicht. Je mehr du kein Problem draus machst, umso weniger fällt es auf, dass du dich vielleicht unwohl damit fühlst. Was ich noch vielleicht, ich wollte gleich noch mal so ein paar Tipps geben. Ich kaufe zum Beispiel meine Schuhe immer bei Long Tall Sally. Ja, es gibt ja noch ASOS Tall, Zalando Tall. Mittlerweile gibt es echt viele Marken, die ja auf Tall erweitert haben, wo es halt nochmal, ja, Jeanslänge 36 gibt, was weiß ich auch immer, oder große, schicke, modische Schuhe. Weil ich habe mich früher zum Beispiel oft auch so ein bisschen als Außenseiter gefühlt, weil ich ja nicht in normalen Läden Schuhe einkaufen gehen konnte oder so weiter und so fort. Das hat mich irgendwie, ja, dadurch habe ich mich irgendwie von anderen abgegrenzt oder habe mich dann unwohl mit meiner Größe gefühlt und dachte irgendwie, ja, ich kann nicht so sein, ich kann nicht so modisch sein, ich kann mich nicht so zeigen. Es gibt für alles eine Größe, eine Lösung. Mann, so sage ich das immer. Es gibt für alles eine Lösung. Und ja, das Wichtigste ist, dass du kein Problem daraus machst. Es ist kein Problem. Es ist was Gutes, groß zu sein. Es ist schön, groß zu sein. Es gehört zu dir, zu deinem Wesen, zu deiner Persönlichkeit. Und es gibt einen Grund, warum du so groß bist. Jemand wollte, dass du so groß bist. Und ja, dich, dein Licht, deine Größe in die Welt bringst. Ja, und genau. Falls ihr noch Fragen habt, lasst es mich wissen. Ich habe ja auch mal so eine, dieses Jahr eine Tall Woman Gruppe gegründet, wo ja wir uns einfach mal treffen und austauschen mit mehreren Frauen, die auch groß sind. Und ich finde das einfach schön. Steht dazu und wenn du vielleicht größere Leute triffst oder auch Männer, keine Ahnung, dann sprich sie einfach an und sag, ah, endlich mal einer, vielleicht der auch so groß ist. Oder ja, geh locker damit um. Und wenn irgendwas ist, dann lach einfach über dich. Es hilft immer, einfach zu lachen und zu sagen, ja, es ist so. Und ja, ich mag es, so groß zu sein. Und wenn du dich irgendwie unwohl fühlst, dann lach manchmal einfach. Oder
Ja, mach irgendeinen Witz, mach einen Witz über dich selber. Es ist so wichtig, über sich selber lachen zu können. Und oft kommt das wirklich sehr selbstbewusst und positiv rüber, wenn du ja einfach kein Problem draus machst und vielleicht auch einfach über dich und deine Größe lachst. Es kann helfen. Also bei mir hilft das voll oft. Ja, lasst es euch gut gehen. Ich freue mich auf das nächste Video. Und bis dahin, habt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.